Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 15 und heute ist es endlich soweit, ja. Es ist schon längst überfällig. Wir werden unsere Mine auf Stufe 10 hochziehen und damit dann auch gleich die Unterwelt finden und die dann auch, soweit es geht, ausbauen. Ich befinde mich gerade auf Stufe 244, das sollte man schon längst erreicht haben, ja. Des Weiteren... Jetzt ist wieder die Verbindung gestört. Des Weiteren ist gestern auch eine News rausgekommen, aber das ist jetzt auch nicht sehr viel weiter relevant fürs Video, dass eine neue Welt startet, EU 16. Der Post kam aber auch nicht so gut an, wie man das hier anhand der Reaktion sieht, weil diese auch natürlich ja, direkt einen Tag nach dem, nach dem Wochenende halt kam mit dem Wanderzirkus und so und da dann gleich den nächsten Server zu launchen ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, im Sinne der Community. Aber naja, erstmal das dazu. Wir werden heute, wie gesagt, die Unterwelt maximieren, beziehungsweise so gut es geht, falls wir dürfen, sehe ich gerade, weil ich wollte jetzt noch ein paar Angriffe machen. Jetzt ist die Verbindung gerade gestört. Ist ja tippitoppi. Ne? Pads funktionieren, Festung anscheinend jetzt nicht so. Ja, ich refresh nochmal. Er ist natürlich wieder der Vorführeffekt hier. Aber ja, bis eben gerade funktioniert auf jeden Fall noch alles. Als ob das Spiel nicht möchte, dass ich jetzt hier gerade die Aufnahme starte. Ja, top. Gut. Dann kommt das Video, glaube ich, heute ein bisschen später. wir haben es jetzt schon. Hallo. Wir haben es jetzt schon. 14.15 Uhr. Ich habe nicht mehr sehr viel Zeit. Video muss gleich online sein. Hallo. Zeit ist Geld. Time is money. Komm, lass mich rauf hier. Perfekt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder und wenn das Video später kommt, dann wisst ihr warum. So, wir sind wieder drin. Ich glaube, es sollte wieder funktionieren alles. Es läuft auf jeden Fall relativ flüssig. Wir können auch angreifen hier. Die Ressourcen, die ich mir zusammengespart habe, die sollten eigentlich reichen, um die Mine von Stufe 1 auf Stufe 10 ziehen zu können. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Und ja... Anscheinend schon wieder die Verbindung gestört hier, oder? Ja, irgendwie kann man zumindest nicht angreifen. Aber wir versuchen es mal, ja, die in einem Durchlauf hier mal hochzuziehen. Deswegen, ja, go for it. Wir bauen es mal aus, mal gucken, was soll schon passieren. Wir ziehen sie direkt hoch auf Stufe 10. Wie gesagt, das ist schon längst überfällig. Normalerweise sollte man die Mine hochziehen, sobald ihr den Märchenturm freigeschaltet habt und die Begleiter und dann das Ding auf Stufe 10 ziehen, um dann das Herz zur Unterwelt zu finden. Ja, so, es reicht ganz knapp, ganz genau. Ich glaube, der Andy war es, der hatte mir das noch gestern oder vorgestern im Livestream oder im Chat geschrieben. Ich hatte noch gefragt, wie viel man braucht. Ich hatte das nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Also die Mine von Stufe 1 auf Stufe 10 zu bringen, da benötigt ihr ca. 330.000 Holz. Und was waren das? Ich glaube 110.000 Steine, irgendwie so, ja. So, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Relog, damit das Game auch checkt, dass wir die Mine jetzt auf Stufe 10 haben. Das sollte man sicherheitshalber auch immer machen. Und dann werden wir mal das Herz der Unterwelt finden, ja. Ich hatte jetzt noch von den billigen Steinskips noch profitiert, aber im Umkehrschluss bringt es auf jeden Fall mehr, dann doch nachher den... Gladiator zu haben und damit halt eben, das sieht jetzt sehr knapp aus mit den Ressourcen, sehe ich gerade. Also es sieht wirklich sehr knapp aus. Haben wir noch im geheimen Lager irgendwas? Nee. Also wir bräuchten jetzt schon das Herz. Also es war wirklich eine Punktlandung jetzt hier mit dem, mit den Ressourcen. Jetzt müssen wir auch wirklich uns, das Herz muss jetzt wirklich kommen hier. Komm, bitte, bitte, bitte. Oh, nee, ne? Wir haben nur noch ein Skip. Oh mein Gott. Oh nein, ich sehe es schon. Ich sehe es schon kommen. Also wenn es jetzt nicht kommt, dann kann ich mir das komplette Video sparen hier. Es müsste jetzt schon erscheinen. Ja, komm, bitte gönn es mir. Das wäre jetzt frech. 3, 2, 1. Ja, perfekt. Perfekt, 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 perfekt.
Ja, dann ist das Ding erledigt hier an der Stelle. Ich kann noch mal gucken. Ich habe alle Ressourcen heute aufgebraucht. Ich habe für die Ressourcen, um die schon auf Stufe 10 zu ziehen, hier die Mine, habe ich schon Würfelspieler gemacht und mein Glücksrad. Ich habe nichts mehr weiter offen heute. Ich kann noch mal kurz in eine Post gucken, ob wir hier noch einen Kampf haben irgendwie, der uns ein paar Ressourcen bringt, weil wir haben ja noch einen Soldaten offen. Und damit könnten wir noch uns die restlichen 500. Ja, wir skippen jetzt mal für Gold, ja. Wir brauchen jetzt noch 500 Steine. Ach, das ist aber auch wieder ein Pain. Wir brauchen 500 Steine und ich würde euch nie empfehlen, hier die Gegner mit Gold zu skippen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dann greift lieber mit einem Soldaten immer an und dann hofft auf den nächsten Kampf, dass der besser ist. So, der bringt uns hier ganz knapp. Ja, der bringt uns ganz knapp das Ganze ein hier. Beziehungsweise, ja, das sollte eigentlich ausreichen. Und dann haben wir jetzt hier noch einen letzten Versuch. Wenn wir jetzt nicht das Herz bekommen, dann sieht es wirklich bitterbös aus hier. Ja, wir haben soweit alles erledigt und wir hoffen mal. Ich hätte das nicht so eine Punktlandung machen sollen, sondern das hätte, ja, wir hätten uns einen kleinen Puffer einbauen können, aber ich wollte unbedingt heute schon die Mine auf Stufe 10 ziehen. Ja, mal gucken, die Edelsteine sind jetzt ja auch bestimmt besser, 329. Jo, okay, krass. Also die Steine sind jetzt schon besser. Jetzt brauchen wir halt nur noch das Herz. Ja. Erst will mir der Server irgendwie sagen, dass ich hier heute das Video nicht aufnehme. Und jetzt haben wir auch noch hier das Herz-Dilemma, das Stein-Dilemma. Ich habe keine Ressourcen mehr. Ja, das ist schon mein Problem seit Tag 1 hier auf dem Server. Und wir haben ja auch nichts mehr, wo wir uns jetzt noch irgendwie Ressourcen hätten sichern können. Die Alu habe ich heute auch schon gespielt. Ich weiß nicht, wir könnten. Hab ich noch das Extra-Bier noch offen? Nee. Das habe ich auch nicht mehr. Das heißt, wir können hier auch nicht mehr an Ressourcen kommen in der Abenteuerlust. Ja, das war mal wieder ein grandioser Schuss in den Ofen. Möchte ich mal so sagen hier. Dann machen wir das an der Stelle morgen. Naja, zumindest habt ihr jetzt gesehen, wie das geht von 1 auf 10. Wie viel man da an Ressourcen braucht, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt noch Ressourcen herbekommen könnte. Ich glaube, das Ding ist wirklich over. Ja. Das Ding ist wirklich, wirklich komplett over. Ja, und zeittechnisch schaffe ich es jetzt halt auch nicht mehr, ein weiteres Video aufzunehmen. Deswegen würde ich sagen, haben wir zumindest hier eins ist besser, unsere Steine. Den packe ich jetzt auch mal direkt in die Waffe rein. Ja, und die anderen Steine, die können wir dann auch schon so langsam ersetzen. Jetzt sind die kleinen Steine schon besser als die großen, die wir damals hatten. Hier, den können wir auch schon austauschen, hier gegen den Ausdauerstein, den wir noch haben. So. Und ja, steintechnisch wird es auf jeden Fall jetzt uns ein paar Siege einfahren, denke ich mal, wenn wir da jetzt ein bisschen rausholen. Aber es ist wirklich verdammt ärgerlich, dass wir jetzt nicht das Herz zur Unterwelt bekommen haben. Das ist wirklich verdammt. Verdammt doof gelaufen, aber dann ja, werden wir das wahrscheinlich dann morgen im Video machen, wenn ich mir ein paar neue Ressourcen zusammengespart habe und dann werden wir nochmal versuchen, hier das Dilemma nochmal erneut anzugehen. Aber das ist ja schon wieder ein Fail, der ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ja, gut, dann können wir ja jetzt auch hier im Dämonenportal angreifen, das bringt uns ja dann auch nichts mehr weiter. Und wenn wir den Gladiator haben, dann wird es wahrscheinlich hier auch erstmal wieder ein bisschen besser in den Dungeons aussehen. Davon gehe ich mal aus. Weil wir jetzt hier momentan auf dem Level gerade stuck sind. Ja, da kommen wir nicht mehr großartig in den Dungeons weiter. Und jetzt mit neuen Steinen und morgen dann mit dem Gladi-Bonus sollte das Ganze denn relativ gut aussehen. Und ja, dann betreten wir morgen dann im Video zusammen die Unterwelt. Und skippen uns da dann erstmal so weit durch, soweit wir halt kommen mit dem Unterweltpaket. Und ja, aber es ist natürlich schade, dass es jetzt heute nicht geklappt hat. Wir haben hier alles ausgeschöpft. Das ist natürlich doof gelaufen. Okay, wir haben hier nochmal einen Try. Gucken, kriegen wir nochmal einen? Nö. Das Ding ist halt, ich habe so ein Ungleichverhältnis zwischen Holz und Stein, das ist unglaublich, ne? Also Steine wirklich fast gar nicht zu finden hier auf dem Server.
Sehr, sehr schade. Hätten wir jetzt noch LD gehabt, Legendary Dungeon, dann könnte man da noch ein paar Ressourcen farmen, aber so, jo, wird es weiter nichts. Das ist auch übrigens ein großer Grund, warum ich übrigens auch mich mit bei den neuen Serverstarts nicht so mit den mit der Festung und mit der Unterwelt und mit dem ganzen Zeug so befasse, weil meistens spiele ich gar nicht so weit auf einem neuen Server, dass ich überhaupt bis zur Unterwelt komme. Ja, hier hatte ich mich jetzt eher darüber dann halt ja, als, oder ich sag mal so, ich habe das mehr im Fokus gesehen, die Ritterhalle hochzuziehen. Die ist schon auf 11 jetzt mittlerweile, also das ist schon nicht verkehrt. Ja, also in der Gilde selbst sind wir von den Ausbauten her eigentlich ganz gut dabei, so was das angeht. Ja, und weil ich halt hier nicht so hinten dran fallen wollte, habe ich das Ding halt eben erstmal auf 11 gezogen, ja, im Sinne der Gilde halt so, ne? Und das hat natürlich auch ordentlich Ressourcen gefressen. Ansonsten hätten wir natürlich schon längst auch hier die Unterwelt gehabt, aber das war mir jetzt erstmal an der Stelle wichtiger. Und ja, dafür haben wir jetzt halt erstmal die Retourkutsche bekommen. Wir skippen nochmal einmal durch hier. Mal gucken. 2200. Aber es reicht leider eben auch nicht. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Money wasten hier. Wir bräuchten schon einen, der dann halt eben glatt die 3K uns einbringt. Und den wir auch besiegen können natürlich. Ja, aber das sieht hier nicht danach aus. Festungspartner, daran denke ich gar nicht bei einem neuen Serverstart. Deswegen dahingehend das Ganze hier auch eher ein Armutszeugnis, sag ich mal. Ja, lassen wir sein, würde ich sagen, oder? Brauchen wir nicht weiter hier großartig drüber reden. Den schaffe ich natürlich nicht hier. Der Rest ist, glaube ich, hier Money Waste an der Stelle. Und ja, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber manchmal muss man sich geschlagen geben. Gut, morgen ist ein weiterer Tag. Ja, man muss auch mal Rückschläge in Kauf nehmen. So ist das nun mal. Und dann werden wir morgen hier zusammen in die Unterwelt reingehen. Ja, it is what it is, ne, Freunde? Ansonsten, ja. Vielleicht hat man ein kleines Learning hier draus aus dem Video, dass man jetzt zum Beispiel weiß, wie viel man an Ressourcen braucht, von Mine 1 bis 10, was man sich zusammensparen muss. Ja. Aber ansonsten machen wir den Rest morgen. Alles klar, bis dahin. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen dann im Video in der Unterwelt hier pünktlich dann. Haut rein und bis zum nächsten Mal.